Der Clou von Experience 112, ihr spielt nicht die Wissenschaftlerin Lea, sondern euch selbst. Während sie im Inneren eines Tankers herumstromert, sitzt ihr vor einem PC und bedient Überwachungskameras und exquisit elektronisches Gerät. Auf diese Weise versucht ihr sie zu unterstützen und ihr indirekt zu helfen. Schon ein wenig voyeuristisch. Bewusst nicht ganz einfach gehalten, was einige bestimmt sogar nerven wird. Manchmal fühlt es sich dann doch eher wie Arbeiten und nicht wie Spielen an, aber das macht ja hier tatsächlich dann schon irgendwie Sinn. So müsst ihr selber die Kameras wählen und auch einstellen, mit denen ihr Lea dann verfolgen und auch beobachten wollt. Außerdem, könnt ihr mit ihr nur indirekt kommunizieren, durch Lichtschalter zum Beispiel. Ming-Ming. Experience 112 macht es einem nicht leicht. Einerseits die tolle, wirklich tolle Idee, andererseits aber auch Schlampigkeiten und Ungereimtheiten, die das Spielerlebnis mindern. Denn selten war es wichtiger, wirklich die Illusion zu erzeugen, einen echten, atmenden, fühlenden Menschen vor sich zu haben. Und dieses Gefühl wird, wenn man mal ehrlich ist, von Experience 112 nie wirklich erreicht. Dafür kriegt ihr eine originelle Spielerfahrung, neue Perspektiven auf ein altes Genre und etwas, das wirkt wie ein Independence-Film zum Spielen. Ergo, wir empfehlen allen, die mit dem Grundgedanken was anfangen können, das Anzocken der Demo, denn da kriegt man einen recht guten Eindruck, was euch mit Experience 112 erwartet.